So, Muffin, sag mal hallo. Hallo, sag dir mal hallo. Heute zeige ich euch mal Robot Unicorn Attack oder wie auch immer das Spiel heißt auf dem iPad Mini. Und ist eigentlich ein ziemlich simples Spiel, aber es macht ultra Laune und die Musik ist mega krass. Also, wir sehen uns wieder auf dem iPad Mini. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder auf meinem iPad. Und wir starten doch direkt mal Robot Unicorn. Das seht ihr unten. Robot Unicorn, Attack und los. So, da sind wir auch schon. Schöne Musik hören wir hier. Schöne Musik. Touch to play. Machen wir doch mal. Touch. So. Das Spielprinzip ist eigentlich relativ einfach. Ich mach's direkt mal an. Und los. Wir haben 3 Leben. Und da sind wir. Mit der linken Taste links unten springen wir. Mit der rechten Taste machen wir so einen Dash. Den zeige ich euch gleich hier. Diesen Dash. Bam. Damit machen wir diese Sterne kaputt. Und das Ziel ist einfach, möglichst viele Punkte zu bekommen. Und je mehr Punkte, desto einen größeren Penis habt ihr natürlich. So, wie gesagt, 3 Versuche hat man. Die Punkte werden dann nach jedem Versuch zusammengezählt. Und dann gibt es eine Gesamtpunktzahl und die steht dann am Ende auf dem Blatt. Und nach der wird dann eure Penisgröße berechnet. Wir sind das geile Roboter-Einhorn hier mit den Glitzerfarben. Die dancen geil ab zu der krassen Mucke, die hier läuft. Bam, YMCA ist ein Scheiß dagegen. So, die Punkte, die ihr seht, wow. Ach du Scheiße, jetzt habe ich schon übelst verkackt. Die Punkte, die ihr da seht, also wenn ihr so einen Stern kaputt macht, dann kriegt ihr mal 100 Punkte mehr. Oder hier kriegt ihr mal 10 Punkte mehr bei den kleinen Teilen. Wenn ihr eins auslasst, fangt ihr wieder von vorne an. Also bei 10 oder 100 dann jeweils. Und deswegen ist es am besten, vor allem bei den großen Sternen, keine auszulassen. Bam, 100 Punkte, so. Denn wir wollen ja einen großen Penis haben und deswegen müssen wir die alle einsammeln. Bam, so. Man kann auch in der Luft zweimal springen, das seht ihr bestimmt nachher. Kann ich jetzt gar nicht machen. Jetzt falle ich hier runter. Und es wird natürlich auch immer schneller, je weiter man kommt. Bam, so. Jetzt wird schon ein bisschen flotter. Und wenn ich hier fertig bin, dann seht ihr meine Punktzahl. Ich werde 2 Runden spielen, sage ich mal. Und dann will ich in den Comments mal eure Rekorde sehen und mal wissen, was ihr so drauf habt. Ob ihr besser seid als ich. Mein Rekord brecht, den ich jetzt hier aufstellen werde. Oh, das war knapp. Das war wirklich knapp. Jetzt wird es mir aber hier ein bisschen flott. 1200. Man muss auch immer ein bisschen vorsichtig springen hier. Oh, noch ein Stern. Geil. Oh, das war auch knapp. Ey, jetzt geht's aber los hier. Delfine, überall Delfine. Oh, ach du Scheiße. Alter, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Alter, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ach du Scheiße, ich sterbe. Ich muss. Alter, entschuldigt meine epileptischen Gesprächsanfälle. Ach du Scheiße. 35.000, ja, war das schon nicht schlecht. So, 3. Versuch. Ja, entschuldigt meine epileptischen Gesprächsanfälle hier. Aber ich kann mich echt nicht konzentrieren, wenn ich hier mit einem Roboter-Einhorn durch die Galaxie springe. Und krasse Silbersterne zerstöre. Zu cooler schwule Musik. Nichts gegen Schwule, aber die Musik ist echt schwul. Bam. Weiter geht's. Bam. Ich glaube, das Spiel kostet 89 Cent. Findet ihr im App Store. Einfach mal Robot Unicorn eingeben. Dann findet ihr das. Da gibt es auch eine Heavy Metal Version von. Die zeige ich euch aber nicht, weil ich auch nicht so der. Ist ja nicht Heavy Metal Play hier. 500 Punkte, geilomatico. Da geht's nach unten. Und hoch. Bam. Weiter geht's. Bam. Bam. Oh, was war das denn? Oh, nee, okay, das zählt nicht. 58.000. 779. Das brechen wir doch, oder? 2. Versuch. Ja, touch. So. You get 3 wishes. A fairy dad is awaits you. Okay. So, jetzt.
60.000 schaffen wir. Dann will ich eure Rekorde sehen, Leute. Ihr könnt mir auch übrigens mal in die Comments schreiben, was ihr noch für Spiele sehen wollt. Und ich bin gespannt, was zockt ihr auf eurem iPhone, iPad, iPad Mini, iPad Air, iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Keine Ahnung, was ihr daheim habt. Vielleicht auch Spiele auf Android-Handy, die es auch für iPhones gibt. Kann ja auch sein. Schreibt es einfach in die Comments und ich schaue dann mal, was da so cool ist. Und dann werde ich das natürlich auch mal zocken. Ich bin ja neugierig. So, jetzt wird schon wieder ein bisschen flotter hier. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, wir haben gerade 2 Uhr nachts oder so. Oder 3. Und da ist meine Konzentration auch nicht mehr so die neueste. Ach du Scheiße. Jetzt geht's wieder los mit der Epilepsie. Ich muss ja auch das iPad so blöde vor den, vor das Mikrofon halten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. 1500. 1600. Jetzt gibt es pro Stern fast 2000 dazu. Oh nein, den habe ich nicht gesehen. Oh fuck, Alter. 30.000 schon mal, ist schon mal die Hälfte. Wenn die anderen beiden genauso gut wären, habe ich meinen Rekord gebrochen. 100.000 wäre natürlich Bombe, Alter. Oh scheiße, was denn jetzt? Batterie fast leer. Egal, weiter. Touch 2, bla bla bla. Oh, jetzt geht die Musik neu los. Oh nein! Okay, das zählt jetzt nicht. Komm, wir springen mal runter. Oh. Der schnellste Tod. So, okay. Einen machen wir noch. Dash now. Ja. Danke für die Warnung. 33.000. So. Jetzt aber. Letzter Versuch. Egal, was jetzt passiert. Und wenn mir eine Bombe ins Haus kracht und alles zerstört wird, ist mir jetzt auch egal. So. Oh, habe ich den jetzt nicht bekommen? Scheiße. Nee, habe ich nicht. So, weiter. 20. 30. 100. Nee, 200 sogar schon. 40. 300. 50. 400. 60. 70. 500. So. Flieg und Sieg, kleines Einhorn. Rettet. Nein, jetzt habe ich den Stern verpasst, Alter. Das können wir doch schon wieder vergessen. Jetzt fange ich wieder bei 100 an. Fuck. Ich weiß, fuck sagt man nicht, fuck macht man. Aber in dem Fall sage ich es einfach. Oh, scheiße, jetzt habe ich wieder auf Springen gedrückt. Ey, komm, die 58.000 muss ich knacken. Sonic, Konzentration am Mikrofon. Ich bin froh, dass ihr mich gerade nicht sehen könnt. Sonst würdet ihr eh nur meine Zunge in meinem Gesicht rumschlabbern sehen. Ich glotze immer wie so ein Idiot. Aber ich finde, der Sound ist echt klasse von dem Spiel, ey. Ich glaube, wenn das einfach so langweilige Spielmusik hätte, wäre es auch nicht so cool irgendwie. Aber wenn das nachher ultra schnell wird, einfach. Und man gar nicht mehr nachdenken kann, was man drückt. Vor allem das Coole ist auch, es wird relativ schnell, relativ schnell. Bei anderen so Running-Spielen, dann dauert das immer ewig, bis man wirklich gefordert wird. Boah, das war knapp. Nein! Oh nein, jetzt habe ich den Stern nicht mehr bekommen. Oh, diese kleinen Hügel. Oh, fuck. Das sind echt mies. Okay, wie viel haben wir jetzt zusammen? Ah, 32.000. Komm. 28 müssen wir schaffen. Jetzt 28.000. 1.000 haben wir schon mal. 2.000 haben wir schon mal. Punktzahl seht ihr oben. Seht ihr, denke ich mal. Ach, Mann. Ich will das Ding nicht bekommen. Die kleinen sind nicht so schlimm, aber wenn man die großen dann nicht mehr bekommt, vor allem wenn man schon ziemlich weit war, das geht echt in die Punkte, wenn man die nicht mehr bekommt. Dash now! Krasser Scheiß, die Busta Rhymes. Wow, jetzt wäre ich fast gegen die Kante, ey. Ah, endlich mal wieder ein Stern. Komm mal wenig Sterne irgendwie diesmal.
Vor allem, man kann auch nicht so weit vorausgucken, das ist das Miese. Man muss so schnell reagieren. Und oft ist es dann zu spät. Vor allem, die Ebenen sind eigentlich relativ gleich immer. Nur die kommen halt immer in einer anderen Reihenfolge. Und manchmal steht ein Stern und manchmal nicht. Es kommen aber echt wenig Sterne hier. Nein! Nein! Fuck! 51.000, ey. Komm, einmal noch. Okay, wenn ich jetzt über 30 schaffe, dann mache ich die anderen Runs auch noch fertig. Wenn nicht, dann war das hier der letzte. Das macht echt süchtig, die Scheiße. Was ist denn los? Was ist denn los mit dir? Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Jetzt. Ich bin hochkonzentriert. Freunde der Sonne. Freunde des Roboter-Einhorn-Gemetzels. Was die Glücksbärchen soll von mir halten. Und diese komischen Delfine da unten. Da ist aber Wasser. Da kann doch gar kein Wasser sein. Ein fliegende Space-Delfine. Knapp. Jetzt wird es ein bisschen flotter. 10.000 haben wir. Komm schon, Clowny. Weiter geht's. Immer weiter. Mann. Kommen wieder so wenig Sterne, ey. Wie sollen wir denn da auf 30.000 kommen? 700 gab der uns. Boah, na, jetzt habe ich ihn wieder verpasst. Das können wir jetzt schon wieder vergessen. Das können wir wieder vergessen, Leute. Müssen echt mal mehr Sterne kommen. Boah, Alter, das war, hätte man tot sein können. Aber gerade noch abgewehrt. 300 für den Stern. 20.000 haben wir. Jawohl, den haben wir noch gekriegt. Boah, den haben wir auch noch gekriegt, gerade so. Oh, noch 5.000, komm. Ich kann da gar nicht mehr hochgucken jetzt bei den Punkten. Weil es echt flott wird gerade. Alter Falter. Oh, nein. Alter, fuck. Naja, okay. Ich würde sagen, das war's. Ich zeige euch noch kurz im App Store das Spiel. Geht ihr einfach hier auf App Store. Da ist es dann. Gibt einfach Robot Unicorn Attack. Das wird euch dann vorgeschlagen. Rechts findet ihr die Heavy Metal Edition. Kostet 89 Cent. Ich glaube, die Originale kostet auch 89 Cent. Und links gibt es noch so eine. Die zweite Version. Aber ich glaube, die ist nicht so gut. Würde ich mal so behaupten. Weil die hat nicht so viele Sterne. Irgendwie nur 2,5. Wahrscheinlich ist das nicht so Free-to-Play-mäßig, sondern so Pay-to-Win-mäßig. Und da gibt es natürlich noch eine Robot Unicorn Attack Christmas Edition, damit ihr euch auch in Weihnachtsstimmung versetzen könnt. Ja, und ansonsten war's das fürs Erste. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel. Wie gesagt, falls ihr Vorschläge habt, ihr könnt mir gerne schreiben. Und ich denke mal, das nächste wird Hearthstone sein, was ich euch zeigen werde. Und bis dahin, bleibt mir treu. Daumen nach oben bitte, abonnieren und teilen, wenn ihr möchtet. Habe ich immer gerne gesehen. Und ganz viel in die Kommentare schreiben, was ihr so für Spiele zockt. Tschüss.